Schaffle Josef, bin Küchenchef im Modellwitzburger Park mittlerweile seit 8 Jahren. Und wir sind ein großes Weinmesserteil mit 4 Sternen. Das gibt es mittlerweile seit 150 Jahren. Seit fast 100 Jahren im Familienbesitz. Ich bilde jedes Jahr 1, 2 Lehrlinge aus. Das liegt mir und dem Haus aber am Herzen, dass das Nachwuchs, die Nachwuchsförderung und dass junge Leute nachkommen und genauso viel Spaß am Beruf haben wie ich. Wieso wolltest du Koch werden? Weil mir nichts Besseres eingefallen ist. Eigentlich wollte ich Schreiner, Zimmerer, irgendwas Handwerkliches machen. Und dann an einem Berufsfindungsabend in der Schule wurde ich bequatscht quasi und habe es aber nie bereut. Kölner wollte ich auch mal werden, aber dann habe ich mir gedacht, ein schlechter Koch gibt immer einen guten Kölner. Und daher bin ich Koch. Habe es aber nie bereut. Was werdet ihr für uns kochen? Wir machen halt ein samtiges Risotto mit einem geweizten Hirschrücken, den wir 36 Stunden in eine Weize einlegen. Dann auch den schneiden wir einen Schinken, der kommt da oben drauf. Da machen wir dann ein bisschen Shishi und ein bisschen Tupf-Tupf. Und wird super. Warum bist du genau der Richtige für die kochenden Sternchen? Erstens einmal, weil ich wahnsinnig gut ausschaue. Ja. Ich bin der schönste Koch im Allgäu. Und zweitens, ich bin der Jugendwart im Kirchenfreien Oberallgäu. Bin für die Jugend immer sehr engagiert. Und jetzt muss ich dabei sein. Was macht für dich der Beruf Koch interessant und spannend? Die Abwechslung jeden Tag. Dass du viel mit Menschen zum Tür hast. Wenn du aber keine Lust hast, mit Menschen zum Tür hauen, dann kannst du in der Küche bleiben. Das ist eigentlich so ein guter Ausgleich. Wenn ich Lust habe, gehe ich hinaus. Wenn ich keine Lust habe, gehe ich nicht hinaus. Was sollte man für den Beruf als Koch unbedingt mitbringen? Also ein bisschen Intelligenz wäre jetzt schlecht. Rechnen, schreiben, Kopfrechnen ist ganz wichtig. Dann, man muss flink sein. Ja. Also flink sein, ein bisschen die Moves haben. Und einfach auf Zack sein. Ne? Das ist der Trottelsinn. Wie stehst du zu dem Thema Arbeitszeiten gegenüber dem, was man so hört? Das Thema ist ein totaler Witz eigentlich, ja, weil jeder Betrieb sich einstellt. Wenn jetzt heute einer kommt und sagt, ich möchte bei dir kochen, will aber bloß vom Nachmittag um 2 bis abends um 10, dann soll jeder Arbeitgeber gut machen. Ne? Und diese ganze Diskussion war hier unglaublich auf die Nerven. Weil sich so viel geändert hat und jeder Betrieb wirklich nur auf den Arbeitgeber seine Wünsche eingeht. Und dieses ganze Thema kriege ich so einen Hals. Wie groß ist das Netzwerk in der Gastronomie und unter den anderen Köchen? Was mir ganz wichtig ist, dass die Netzwerke mit mit meinen Kochfreunden, Küchenchef-Freunden, wo ich war, dass man da in Kontakt ist. Und das ist viel wichtiger, wie das unser Social Media. Ich arbeite im Hotel Brunsloppenbad, bin seit 6 Jahren ausgelernt, habe beim Josi, wo man vorher schon mal gesehen hat, die Lehre gemacht. Warum denkst du, seid ihr genau die Richtigen für die kochenden Sterne? Weil wir so was drauf hängt. Wie stehst du zum Thema Regionalität? Ist sehr wichtig. Ist richtig wichtig und das ist, sag ich mal, gerade bei uns in der Gegend gut umsetzbar. Klar gibt es nicht alles bei uns, aber das, was es vor Ort gibt, sollte man ernähren. Was findest du spannend und interessant am Beruf? Was denkst du, sollte man für den Beruf als Koch mitbringen? Leidenschaft. Sonst Gott. Ich bin der Christian Kenders, bin 15 Jahre alt, mache Praktikum hier als Koch. Wieso willst du den Beruf Koch erlernen? Mich hat der Beruf sehr interessiert. Ich wollte ursprünglich etwas Handwerkliches lernen. Habe ich auch damals einen Fanshop dazu gemacht. Aber dann hat mich das Thema doch sehr interessiert und jetzt habe ich deshalb hier ein Praktikum gemacht. Die Arbeitszeiten sind auch interessant. Zum Beispiel es gibt eine Teilschicht, wo man dann morgens arbeitet und spätabends dann so.
und dann mittags frei hat, so nachmittags.